Hey und ganz, ganz herzlich willkommen zum 12. Part des Fiesta Online Free-to-Play Let's Plays. Mein Name ist Akisha und ich freue mich, dass du auch heute bei diesem neuen Video mit am Start bist. Im letzten Part haben wir ein bisschen gelevelt und das werden wir heute auch tun. Denn wir brauchen nicht mehr lang und dann haben wir Level 35 erreicht. Ich hoffe, dass wir das auch in diesem Part irgendwie schaffen werden, damit wir endlich das Level 35er Set, ja, bekommen können und dann steht uns dem Farmen auch nichts mehr im Weg. Wir wollen ja dann in die 40er Inni, aber auch der Turm ist relativ interessant, obwohl ich da glaube, da werde ich erst mit Level 51 vielleicht komplett durchgehen. Also davor werden wir höchstwahrscheinlich auf jeden Fall nochmal reingehen. Aber komplett, denke ich, werden wir das erst mit Level 51 oder so packen. Aus dem Grund, da haben wir dann unsere zweite AOE und können die Bosse dann halt auch etwas ziehen. Sozusagen. So, jetzt haben wir hier erstmal die acht Fledermäuse gemacht und machen uns jetzt mal auf den Weg zu den Zombies, dem Zombie-Meister und dem Zombie-Ritter. Ich glaube, das würde am meisten gerade Sinn ergeben. Ja, was gibt es so zu erzählen? Der Part hier wird gerade vorproduziert, das heißt, ich drehe ihn gerade am Freitag, direkt nachdem ich den Part für Freitag aufgenommen habe. Denn ja, ich möchte ganz gern etwas ja entspannt das Wochenende genießen, wo ich dann einfach nur noch die Videos bearbeite und dann hochladen kann, weil ich merke, dass das halt doch schon ziemlich anstrengend ist, den Plan, den ich mir vorgenommen habe mit 6 Videos in der Woche Sims und 3 Fiesta ist schon echt hart, denn es ist halt nicht einfach nur spielen und gut ist, sondern da steckt halt auch noch wirklich ein bisschen Arbeit hinter. Das Schneiden, die Thumbnails, die Ideen für die Thumbnails entwickeln, das Umsetzen und so weiter. Es dauert halt auch alles nochmal ein bisschen. Und da die Woche für mich privat auch sehr, sehr anstrengend war, dachte ich mir, hätte ich mir eventuell verdient, ein bisschen vorzuproduzieren und dann das Wochenende etwas entspannt genießen zu können. Denn ich möchte natürlich, dass ihr trotzdem die Videos bekommt, wenn ihr Lust drauf habt, sie zu schauen. Da möchte ich halt auch, für mich ist Disziplin im Moment sehr, 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 sehr groß geschrieben. Und da gehört es halt dazu, auch das Ganze hier so einhalten zu können, wie ja, ich mir das vorgenommen habe und ich hoffe, es stört euch nicht ganz so sehr, dass ich mal ab und zu ein oder zwei Dinge vorproduziere. Das heißt, die Sims-Videos werden auch alle heute am Freitag produziert, in der Hoffnung. Also die habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, sie heute alles vorzuproduzieren. Und ja, ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. Ich gehe mal aber stark davon aus, dass es das sein wird. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand böse sein wird oder so. Wir nehmen hier auf jeden Fall etwas mehr mit, als wir eigentlich brauchen. Denn es gibt natürlich auch nochmal gute EP. Ne, die ist nicht zu verachten. Und dann schauen wir gleich mal, was wir hier alles so an Drops bekommen. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Reisetasche von den Grabfüchsen. Und von den Magiestäben haben wir auch was bekommen. Hier liegt noch eine Reisetasche. So, brauchen wir dich da hinten? Wir brauchen dich da hinten. Das heißt, dich nehmen wir auf jeden Fall eben fix mit. Aber wir werden auch, wenn sie denn stehen sollten, das habe ich gerade, ne, okay, hier stehen sie nicht. Gucken wir mal nach hinten gleich nach, ob sie da irgendwie stehen. Die Gruppe der Grabfüchse, die Gelangweilten und die, ja, den Fuchs sozusagen, der dann immer mit in der Gruppe steht, dass wir die mitnehmen, denn die brauchen wir auch. Davon gibt es mittlerweile, glaube ich, 4 Stück. Möchte ich behaupten, ich persönlich kenne meistens oder benutze meistens nur 3 Spots, weil ich den vierten irgendwie immer vergesse, dass der existiert. Warum, kann ich euch nicht sagen, aber irgendwie sagt mir mein Schädel immer, nee, es gibt nur 3, aber es gibt 4. Damit das mal so klargestellt ist. Aber als erstes werden wir uns jetzt mal hier eben gleich um die Lampen-Vivis kümmern, denn die sind etwas zäh. Also sie, ja.
killen uns nicht direkt, dass sie in dem Sinne zäh sind, dass sie uns sehr viel Damage zufügen. Aber ja, sie brauchen halt eine Weile, bis sie down sind. Und ja, die Trop-Rate ist halt auch nicht bei 100%. Deshalb dachte ich mir, können wir die halt ganz gut hier gerade machen. Vielleicht haben wir dann auch Glück und die Füchse spawnen dann hier auch gleich nach. Ihr seht, also sie gehen doch relativ gut runter, aber sie dauern halt doch nochmal ein Stückchen länger als die anderen Mobs. Das liegt daran, dass sie Elite-Monster sind. Das heißt, bei denen hättet ihr jetzt zum Beispiel auch die Chance, dass sie, was weiß ich, 40er Blueschmuck oder sowas droppen. Ist relativ selten und ich gehe mal auch nicht davon aus, dass das bei uns der Fall sein wird, denn wir haben keine Lizenz drin oder so. Also glaube ich kaum, dass da was fällt. Wäre natürlich schön, wenn, aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Sagen wir es so. So, jetzt haben wir aber trotzdem und wir sollten eventuell mal zusehen, dass wir hier verschwinden. Genau, jetzt haben wir das auf jeden Fall fertig. Ich würde sagen, die fertigen Quests gebe ich mal eben schnell ab. Nebenbei. Und die müssen wir wieder so abgeben. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben. Wir brauchen noch etwas von den Königsstäbchen hier. Da brauchen wir noch zwei Äuglein. Mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir die haben. Oder ob sie direkt fallen. Gut, direkt ist eher schlecht. Obwohl, ne, hier ist noch einer. Bin ja mal gespannt. Okay, doch. Direkt bekommen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. So gefällt mir das Ganze hier. Wenn wir die Quest nämlich auch gleich einmal abgeben. Und dann werden wir mal nach den Füchsen schauen. So, jetzt erstmal schnell fix die Quest hier suchen. Ich denke, da gibt es eine Folgequest. Was ist die Folgequest? Vier Augen. Gut, die machen wir dann gleich auf dem Rückweg. Erstmal möchte ich hier kurz schauen, ob es denn, ja, uns genehmigt wurde, dass ich hier wenigstens noch mal eben der Grabfuchs sehr schön. Die stehen hier auf jeden Fall schon mal. Das ist wunderbar. Da haben wir schon mal wenigstens gleich die Hälfte. Die werden wir auf jeden Fall auch noch öfter brauchen. Höchstwahrscheinlich. Und die sind eigentlich auch immer recht schnell weg. Der hier eigentlich eher weniger. Und ich glaube, der andere Spot, da wissen halt auch nicht viele, dass sie existieren sozusagen. Hier brauchten wir auch noch ein paar Reisetaschen, das heißt, die nehmen wir jetzt auch noch mal einmal fix schnell mit. Was wir haben, haben wir. Und Level 35 ist auf jeden Fall drin, aber erstmal verteilen wir hier unser Pünktchen. Die Feuer-Vivis sind im Gegensatz zu den Lampen-Vivis echt ganz angenehm und gehen auch recht schnell runter, deswegen mache ich mir da jetzt gar keine Platte, wenn uns da so drei, vier hinterher, ja, daddeln. Das ist absolut nicht schlimm. Aber ich muss gestehen, ich bin echt froh drüber, wenn wir dann endlich, ja, die zweite AOE haben und endlich 51 sind und sie dann endlich bekommen. So, das heißt, die Quest hier könnten wir eigentlich auch direkt abgeben. Normalerweise würde ich jetzt sehr wahrscheinlich hier hinterlaufen und ja, die Quest mit dem stellvertretenden Anführer machen, aber das machen wir jetzt nicht, denn ich warte noch, bis wir die Quest haben mit dem Babywehrbären, dann lohnt sich das ein bisschen mehr, weil zurzeit haben wir hier jetzt halt noch ein paar Quests und damit das ganze Video hier nicht wieder aus Laufen besteht, bleibe ich erstmal hier auf der Map. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut so. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall Level 35. Das heißt, wir schaffen das auf jeden Fall in diesem Part. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir es auch in diesem Part schaffen werden, uns das Set zu besorgen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir es irgendwie hinbekommen werden. Hier ist der Zombie-Meister, den brauchen wir nicht überall. Genau, dich brauchen wir sehr gut. Freut mich, dass du uns gefunden hast, nicht wir dich, aber du hast uns gefunden, das reicht mir. Genau, und hier hinten haben wir dann gleich auch nochmal ein paar von den Füchsen stehen, sofern sie halt noch stehen und sie keiner gemacht haben sollte. Aber wie gesagt, ich sehe da in diesem Eck eigentlich kaum Menschen, wenn ich da mal hier bin, weil mir war das bis vor kurzem auch nicht so bewusst, dass es da auch nochmal ein paar gibt. So, hier gehen wir mal eben auch nochmal die Quest ab. Und wie ihr seht, es läuft auf jeden Fall. Es läuft super. Wir brauchen noch 11% bis Level
35 und dann können wir ab ins Verlies und die Quests dort annehmen. Ich freue mich da. Sehr schön. Sie stehen auf jeden Fall. Wunderbar. So muss das. So stelle ich mir das vor. Richtig schön flüssig, zack, 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 hintereinander weg. So gefällt mir das Ganze hier. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir ins Verlies gehen. Ich war auch erst am Überlegen, ob wir uns eventuell eine Lizenz kaufen, aber habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich glaube, es wird relativ schwierig für uns werden, den Boss zu packen. Sehr, sehr nice. Wir können auch uns gleich direkt auf den Weg dorthin machen. Ich würde sagen, ich nehme mal eben schnell wieder die Quests an und ab und so weiter und kümmere mich mal so ein bisschen um die ganzen Quests. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Friedhof der Toten. So, und da sind wir auch schon wieder im Friedhof der Toten. Wir waren ja im vorletzten Part, glaube ich, hier drin und hatten dann mal die Magiebücher gemacht. Das heißt, wir sind jetzt hier bei der Questreihe bei den Spinnen. Aber wir haben jetzt die Quest Materialverschmelzung 1 und da brauchen wir den Schleim des Zombie-Königs. Außerdem haben wir auch noch eine Quest, wo wir den Zombie-König dreimal brauchen. Was natürlich wunderbar ist, denn ja. Der Schleim droppt meist nicht beim ersten Mal. Ich hoffe mal, dass jetzt hier gerade niemand am Farmen ist. Denn es lohnt sich eigentlich wirklich hier drin zu farmen durch das Vita- und Heap-Set, was man bekommen kann. Ist natürlich gerade für die Klasse Krieger perfekt, diese Sets. Die sind ein Must-Have auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich mal, dass wir Glück haben werden, dass wir zumindest in einer Gruppe. Ja. Leveln, beziehungsweise unsere Quest machen können. Ich frage mal nach, ob der gute Jäger hier gerade am Farmen ist oder auch selbst gerade noch Quests macht, denn ich brauche nur einmal für Quest wollen oder okay. Dann schauen wir mal nach, ob die anderen stehen und hoffen mal, dass die alle noch da sind. Ich werde wahrscheinlich nicht alle mitnehmen, sondern nur die, wo ich weiß, dass wir da relativ gut lebend bei rauskommen. Denn es gibt auch noch welche, die stehen ganz dicht beieinander und beziehungsweise der Boss steht ganz dicht mit ganz vielen Mobs beisammen. Und wie wir sehen, hier ist auch ein Krieger. Und da frage ich mal, kann ich Gruppe für Quests? Fragen wir mal ganz lieb nach. Ich hoffe mal. Sehr schön. Das ist wunderbar. Danke. Kümmern wir uns mal um die ganzen Nebenmobs mit, denn dadurch, dass wir keine Lizzie drin haben, möchte ich den natürlich nicht den Last Hit oder so versauen. Deshalb, ja, gönnen wir uns mal die kleinen Mobs hier und nehmen den dabei mal ein bisschen Arbeit ab. Ich denke, das sollte fair sein. Weil, wenn die beiden sich hier schon so anstrengen und farmen, dann. Ja, Schleim des Zombie-Königs, da ist er. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. Wir werden aber trotzdem mal uns noch mit dranhängen. Denn wir werden noch zwei weitere brauchen. Durch die Quests, die wir hier haben. Aber wie ihr seht, oh mein Gott, diese Quest hat gerade so viel gebracht. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir die Quests. Obwohl, ich würde sagen, die Quest hier drin machen wir weiter, wenn wir dann. Bin dann mal weiter. Die Quest machen wir dann, wenn wir das Set selbst haben. Und dann können wir es direkt mal ausprobieren, wie gut das ganze Set hier so ist. Das heißt, wir werden jetzt einmal rausgehen und uns um die Questreihe der Materialverschmelzung kümmern. Ich bin schon sehr gespannt, wie lange das Ganze jetzt hier noch dauern wird. Aber ich denke, das Set kriegen wir auf jeden Fall in diesem Part zusammen. Denn ich glaube, meiner Meinung nach ist jetzt wirklich nur noch das Pulver, was wir jetzt aus dem Zombie-Ritter rausbekommen müssen, dran. Und dann sollten wir das Ganze eigentlich schon so gut wie in der Tasche haben. Ich finde dieses Verlies immer so schrecklich, weil das so verzwickt und verzwackt ist und du irgendwie so viele Wege hast. Irgendwie normalerweise komme ich meistens von hier unten raus und na, schlimm. Ganz, ganz schlimm hier drin. Aber
Was soll's? Das würziger Verlies ist für mich irgendwie auch nicht wirklich besser. Ich finde, so ab dem 60er und ja, so 60er, 70er komme ich ganz gut immer zurecht. Bei den anderen sieht es dann halt immer so ein bisschen, ja, mau aus. So, hier haben wir auf jeden Fall gleich den Zombie-Ritter am Stissel. Das heißt, den nehmen wir uns direkt vor. Ich möchte sagen, hier war die Droprate auch ziemlich bei 100%. Wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn es so wäre. Ist es so? Is it sehr, sehr nice. Das heißt, die Quest gehen wir jetzt einmal ab. Und dann sollten wir noch eine Folgequest bekommen. Genau, nämlich endlich. Und danach müsste noch eine kommen, wo wir dann auch die Kiste als Belohnung bekommen. Das ist so schön, dass wir diesen kleinen Meilenstein endlich geschafft haben. Oder auch nicht. Hä? Leute, irgendwie fühle ich mich gerade veräppelt. So ein klein wenig jedenfalls. Das war doch aber Materialverschmelzung. Oder kriegen wir hier die, wenn wir dann doch die drei gemacht haben. Aber eigentlich müsste es doch jetzt hier die Kiste geben. Das verstehe ich gerade nicht. Aber okay, dann gehen wir jetzt, ja, nicht nochmal rein, sondern machen wir jetzt hier eben nochmal schnell ein paar Quests und gucken mal, vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch Level 35 sind. Aber meiner Meinung nach gibt es die Kiste mit Level 35, weil es ein 35er Set ist. Ich bin gerade echt überfordert. Es kann natürlich auch sein, dass aus Fiesta mal wieder Buggy-Yester wurde und das Ganze so, ja, rumbuggt. Genauso wie hier mit den Belohnungen. Jetzt seht ihr, mit Level 35 haben wir hier gerade mal zwei Boosterkarten drin. Normalerweise hätte man da schon etliche Boosterkarten und vor allem auch so eine kleinen Lizenzen drin. Das haben wir jetzt hier halt nicht. Macht mich gerade so ein bisschen stutzig und ich hoffe, dass wir diese nette Kiste hier noch bekommen, weil würde ich mir schon wünschen. Ist schon eine ganz schöne Sache, die zu haben. Wäre schade, wenn wir sie nicht hätten. Da hätte ich mich jetzt die ganze Zeit umsonst gefreut. Ich weiß, dass es sie gibt. Also wenn ich nicht wüsste, dass es sie gibt, dann würde es mich jetzt wahrscheinlich gar nicht stören. Aber ich weiß es. Ich weiß, dass sie dastehen muss und dass es sie gibt. Und das macht mich gerade so ein bisschen, ja, sauer. Aber egal. Wir werden uns jetzt mal hier eben fix drum kümmern, dass wir mal noch Level Up bekommen. Und schauen dann einfach mal, ob es dann möglich ist, die Kiste zu bekommen, weil ich möchte sagen, dass es wirklich nur an diesem Trop lag, dass es die Materialverschmelzung war, die Quest, die uns das gute Stück sozusagen geben sollte. Und eigentlich müsste es, glaube ich, nach dieser Endlich-Quest nochmal eine geben, wo man dann nochmal die Kiste bekommt. Aber okay. Werde ich mich jetzt mal nicht weiter drüber aufregen. Entweder wir bekommen sie oder wir bekommen sie nicht. Wenn wir sie nicht bekommen, können wir nichts dran ändern. Dann scheint es mal wieder ein Bug zu sein, aber ja, dann werde ich mal, denke ich mal, im Discord oder so Bescheid geben und mal hoffen, dass sie das auf jeden Fall mal im Nachhinein dann fixen werden. Wir sind Level 36. Sehr, sehr nice. Im Moment läuft das Leveln, habe ich das Gefühl, echt super, super gut. Und ich würde sagen, ich nehme mal eben nochmal fix die Quests an. Und wenn wir die Kiste bekommen sollten, dann werdet ihr das auf jeden Fall gleich sehen. Aber dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich die neuen Quests angenommen habe. So, die Quests sind auf jeden Fall alle angenommen und alle fertigen sind abgegeben. Und wir haben die Kiste bekommen. Wir haben sie bekommen. Es war tatsächlich so, dass man mit Level 36 dann die Quest Belohnung bekommt, wo man dann die Kiste erhält, sozusagen. Man muss natürlich vorher die Quest machen, die wir gemacht haben. Das war alles richtig. Ich nehme es wieder zu, ich nehme es zurück. Ihr habt keine Scheiße gebaut, Gamigo. Es funktioniert alles. War einfach mein Fehler, dass ich dachte, dass es die direkt bei Level 35 gibt. Wie ihr seht, hier haben wir sie und ich mache mal eben nur schnell die Karten auf und dann werden wir uns das Ganze gleich mal anschauen, was wir da so bekommen. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wie ihr seht, ein komplettes 35er Set. Es gibt natürlich auch die Sets mit Set-Effekt.
Ganz klar. Nur für uns, sage ich mal, ist das eher die Option, denn die ist einfach komplett kostenlos. Wir brauchen keine Lizenz, um zu farmen und so weiter. Deswegen bin ich da echt froh drüber, dass wir das Ganze hier jetzt so gemacht haben. Und ich habe mir auch überlegt, ich wollte jetzt eigentlich die restlichen Quests hier machen im Friedhof der Toten. Aber da ich ja mit Level 40 eine geabte Waffe habe und ihr auch damit einverstanden wart, dass ich sie benutze, ja, werde ich, denke ich mal, das Ganze erst dann mit Level 40 machen. Da kommen wir dann da auch noch rein. Das haben wir ja gesehen gehabt. Da war ja auch gerade jemand mit uns in der Gruppe, die Level 40 überschritten hat. Ich glaube sogar Level 42 war. Bin ich mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall, ja, würde ich dann die Quests machen und dann wahrscheinlich auch wirklich mal darin farmen. Und da wir gerade beim Stichwort farmen sind, gut, hier stehen gerade keine Grabfüchse, das ist. Ja, dann, also die Füchse hier stehen gerade nicht. Ich würde dann mal langsam auf jeden Fall mal in den düsteren Durchgang kurz wandern. Denn wir haben auch schon die Quest mit den Babywehrbären sozusagen. Und da freue ich mich schon drauf. Genau, was ich aber noch fragen wollte, ist, hättet ihr Bock darauf, dass wir sozusagen freitags so ein Freitagsfarm machen? Also Freitag, dass dort immer ein Farmvideo kommt? Also es muss nicht unbedingt immer mit Akisha sein oder mit dem zerhackenden Ding oder so, sondern halt auch welche, also Videos mit privaten Chars von mir. Vielleicht zusammen mit meiner Freundin, mit der ich öfter halt Fiesta spiele. Und da hätte ich eventuell schon ziemlich Lust drauf, dass man dann eventuell so einen Farmfreitag einführt. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst es mich auf jeden Fall sehr, sehr gern wissen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich persönlich fände das eigentlich irgendwie ziemlich nice. Also hätte ich schon ziemlich Bock drauf, denn ich merke, dass ich in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr wenig farme, obwohl mir das eigentlich immer sehr viel Spaß macht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und so hätte ich dann halt auch Motivation, dann zu farmen. Das Ganze würde natürlich dann, denke ich mal, ja, vorerst auf jeden Fall mit Musik unterlegt werden. Also so, dass ich jetzt nicht unbedingt laber, weil Farm an und für sich sollte dann doch schon etwas länger gehen. Das heißt, ich würde es dann wie in den anderen zwei Videos machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Farmwünsche habt, wo wir mal dann farmen sollten. Sagt auch auf jeden Fall gern Bescheid. Ich sag aber direkt von vornherein, ich glaube, so die ab 130 wird es ein bisschen schwierig zu farmen aus dem Grund, wir wären dann halt zu zweit und wenn unsere Gilde mal geht, weiß ich nicht so wirklich, bin ich noch nicht mitgegangen. Das heißt, da würde ich dann ja wahrscheinlich erst später Videos zu machen, also nicht direkt jetzt. Wenn es aber für euch kein Problem ist und ihr sagt, ist mir egal, mach das, worauf du Lust hast zum Farmen, ist es auch in Ordnung. Ich persönlich hätte da nur wirklich sehr, sehr Bock drauf. Genau, das wollte ich nochmal so am Rande erwähnen, euch fragen, weil eure Meinung ist mir natürlich auch immer wichtig. Ich meine, ich mache das, worauf ich Bock habe, auf jeden Fall hier auf diesem Kanal, aber dennoch möchte ich, dass ja, wir sozusagen das machen, was euch halt auch interessiert. Ich meine, das Spiel an sich macht mir generell viel Spaß. Das heißt, wenn ihr da Wünsche habt zum Farmen, denke ich mal, wäre das jetzt für mich nicht so schlimm, wenn es dann heißt, okay, du gehst jetzt heute zum Beispiel im Sirenenschloss farmen. Das würde mich eher freuen, wenn ihr da so aktiv mit dabei seid und eure Wünsche äußert. Auch wenn ihr sagt, ihr würdet ganz gern so ein Let's Play sehen wollen, wie man einen Krieger levelt oder generell eine Klasse levelt. Wo man dann halt, was halt nicht unbedingt Free-to-Play ist oder sowas. Wenn ihr da Vorschläge, Wünsche habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall immer sehr, sehr gern in die Kommentare. Und wir sind Level 37. Wundervoll. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade der perfekte Zeitpunkt, um diesen Part auch wieder einmal zu beenden.
Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wie gesagt, Anregungen, Wünsche immer ab in die Kommentare damit. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonnierst, falls du das Ganze noch nicht getan hast, dir aber meine Videos gefallen und du die Glocke aktivierst, damit du keine weiteren Uploads mehr von mir verpasst, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder in aller Frische. Bis dahin sag ich erstmal, ciao!